Hallo und herzlich willkommen zu Let's Play Ark Survival Evolved. Der Morgen bricht gerade an und Silo bauen. Wir brauchen ein Silo. Das wollte ich natürlich bauen, aber wir haben kein Eisen mehr. Also müssen wir mal eben Eisen holen. Wie immer, eins nach dem anderen. Ich bin noch gerade ein paar Koteletts am Braten. Noch an für sich könnte ich die auch rausholen, wenn wir gleich wieder da sind, glaube ich. Ja, machen wir auch. Wir fliegen jetzt einfach los. Ja, Gott sei Dank, Gigantos tot. Natürlich habt ihr recht, da kann jederzeit ein neuer spawnen. Aber diese Level 135 Killer Maschine, die ist jetzt endlich erstmal weg. Ja, und ja, darauf kam es mir an, halt so ein Wahnsinnsfieder. Nicht zu glauben. Ist viel. So. Jetzt habe ich mir überlegt, wenn ich mir hier angucke. Unser Tragkraftheld ist ja Speedy nicht. Den werden wir jetzt erstmal Speedy taufen. Nur ja, Name. Speedy. So. Ist er ja nicht. Aber hier unser Agentaris, der kann auch jede Menge tragen, oder? Schreck mal her. Na sicher kann er das. So. Der kann 400 tragen. Also kommt er mit. Kommen wir mit. Die Kunst wird sein, den da landen zu lassen. Wir fliegen mal darüber. Da haben wir doch jede Menge Eisen gefunden gehabt. Am besten irgendwo ziemlich weit oben. Müssen wir mal gucken. Jo, dank dem Giga weiß ich immer noch nicht, wo ich bauen soll. Also sehr wahrscheinlich werde ich dann doch als neuen Basepunkt hier irgendwo was in der Mitte nehmen. Oder wir müssen halt noch weiter suchen. Ist so die Frage, was wir machen sollen. Das sieht natürlich toll aus, hier auch auf dieses Ding zu fliegen. Und dahinter dürfte man an für sich einen Platz an der Sonne haben. Hm. Ich weiß nicht, das müsste ja ein größeres Tal sein. Am besten. Oh, und freue ich mich bald ein Quetzel. Könnte natürlich jetzt schon haben, aber. Ich kann noch keinen Sattel da reinmachen. Und die Frage ist, wie kriegen wir ihn am besten? Am besten mit dem Agentavis und dann mit dem Skorpion. Aber das wird ewig dauern. Wo ist denn jetzt das Eisen gewesen? Ich habe einen ziemlich hohen Punkt Eisen gefunden gehabt. War das nicht hier? Irgendwo. Wenn die irgendwelche Viecher sind, locken wir die einfach den Hang runter. So dran, ja. Müssen wir gucken, dass der dran bleibt. Hier ist der Bronto. Hä? Bist du noch dran? Oh, mein Freund. Hier irgendwo gewesen sein. Na, hier ist es doch. Hier ist es doch. Irgendwelche bösen Viecher. Hier erstmal nix. Oh ja. So. Landen, bitte. Ja, aber da steckt das Gesicht in den Boden. Auch gut. So, das ist jetzt ziemlich easy, würde ich sagen. Hm. Wir hacken erstmal den nächsten weg. Dumm, die dumm, die dumm, die dumm. Jo, dann als nächstes hätte ich gern am liebsten so eine kleine Murmel. Denn mir wäre es recht, wenn wir bald anfangen können, aus Stein zu bauen. Steine, Steine. Tu sie erstmal rein. Erstmal hier wegen der 11, da wegen der 11. An für sich muss man Agentavis haben, eine Plattform, da stellt man ein paar Biber drauf. Denn die Biber kompressieren ja Zeug.
kannst du noch viel mehr mitnehmen. Aber wenn du so Giga hast, brauchst du keine Kompression mehr. Quatsch, Giga. Ich meine natürlich Quetzel. Der ist doch gerade hier gespawnt, oder? Lass das. Erschreck mich nicht so. Blöp, blöp. Naja, nimm ein paar Steine mit. Ach Quatsch, Steine mitbringen ist Unsinn. Nee, ist kein Unsinn. Brauche ja auch. Sparkcoder. Dazu. Sehr schön, da kleine Kristalle. Habe ich noch gar keine, glaube ich. Flüpp, flüpp. Nimm auch mal hacken gehen. Die kann ich doch gebrauchen für Kristalllampen und so, oder? Das ist ja toll. Zack. Der ist schon platt. Nächste Stein. Ja, rucki zucki. Das klappt natürlich prima. Und wegen hier wäre kein Metall. Alles Quatsch. So. Nee. Jetzt sind genug Stein. Die hau ich weg. Wie viel hat er jetzt? 200 noch 100. Hab ich den schon gehackt? Nee, gut. Dann hack ich ihn jetzt. Yeah, neuen Kristall, sehr schön. Gute Ausbeute. Wasser fehlt mir, sehe ich. Ein paar. Ham. Dann reicht völlig. Hau weg. Ding. Das macht mich nervös, der doofe Spine, wenn er anfängt rumzuklopfen aus Versehen. Wenn den eine Mücke beißt. 260. Noch ein Steinchen. Einer muss, aber den ist Schluss. Da liegt noch einer. Sehr schön. Na, dann haben wir eine Tonne Eisen dabei. Das müsste erstmal wieder reichen. Na? Oh ja, ab. Ich mag den nicht. Soll ich den töten? Und dann spawnt ein neuer, noch viel höher levelig. Nee, lassen wir. Töten wir nicht. Wir lassen mal Gnade vor Rechte gehen. Wie viel Gewicht haben wir jetzt? 200 Eisen. 300 Gewicht. Hm. Komm, ich würde sagen, das reicht erstmal. Yep. Mitkommen. So, in der Theorie, glaube ich, ist es einfach hier lang, ne? Sag mal her. Ja, ist es auch. Einfach. Einfach links davon. Okay, weiß ich nächstes Mal Bescheid. Was ist denn hier an unserem Dilo-Strand los? Da sind viele Läufer gespawnt. Ach, da ist ja noch ein Dodo von uns. Noch ein Dodo. Kommst du mit? Komm mit. Ich bin gespannt, ob der die Reise über den Fluss überlebt. Er müsste ziemlich schnell sein, der Dodo. Da kommt er. Der Dodo! Zieh! Du blöder Dodo! Hat's geschafft, er hat's geschafft! Guter Mann! Ja, gute Frau, sehr wahrscheinlich. Toll. Er ist gewetzt, ne? Okay, kriege ich den da hoch, den muss ich gleich hier hinten rumlenken. Machen wir gleich, wir fliegen erstmal los und hauen da den in die Schmiede.
Dann müsste ja immer noch daherkommen. Oh. Wie lande ich denn jetzt? Yep. Perfekt, gut gelandet. Sehr schön. So, ja, nicht ganz perfekt. Wie viel kann ich tragen von dem Zeug? Werde ich wohl kaum tragen können. Jetzt? Nee. Okay. 70? 70 kann ich gerade so tragen. So. Also, rein damit. Holz habe ich genug verbrannt. Ach, Moment. Können wir direkt umlagern und kommt direkt hier rein. Na perfekt. Ich hab doch ganz viel Spark, Bruder. Hier ist es noch 25. Versuch das Zeug da drin. Ordentlich machen. Was brauchen wir denn? Zementingpaste kann ich noch keinen Gunpowder herstellen. Wieso nicht? Wir brauchen Gunpowder, wir brauchen alles. Langsam mal mit Knarren ausrüsten. Na direkt mal gucken, wieso kann ich keinen Gunpowder herstellen? Schwarzpulver Gunpowder, da ist es doch. Jetzt können wir es. Zack. Sagen Sie mal her, junge Frau. Sparkhune. Okay. Ja, jetzt müssen wir erstmal umwandeln. Eins nach dem anderen. Erstmal müssen wir auspacken. Oh, prima. Passt. Hälfte. Brauchen wir irgendwas. 6 Kilo. Da. Das geht schon etwas besser. Und dann hüpfe ich einfach runter. Oh, 20 Stück hat er schon hergestellt. Okay, aber schnell. Geht das so schnell? Ja. Zieh, Junge, zieh, 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 Junge, zieh. Oh, im Schrank könnte ich nachgucken, ob ich da noch Sparkpulver hat. So. Eisenversorgung dürfte erstmal klar sein. Die Paste habe ich. Der kleine Dodo. Habe ich hier einen Leiter untergebaut? Habe ich, ne? Oder wollte ich das? What the? Hab hier einen Leiter untergebaut. Ah, da ist er doch. So, wo ist der Dodo? Dodochen. Ah, da ist er doch. Komm mit. Den Stein hat zertrümmern? Nee. Komm mal schnell. Zieh schnell hoch. Ich gerade den Stein zertrümmern, dann kommst du mit Umleitung. Bong, 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 bong. Toll, wie viel Steine ich damit nehme. Na also. Okay, jetzt gehen wir hier rüber und gehen wieder rauf. Das ist ziemlich mutig. Ich könnte anfangen, Pflanzen hier hinzubauen, aber wie gesagt, ich will ja umziehen. Oder soll ich hier die Lichtung einfach abgrasen und zumachen? Hier, die wäre natürlich weitaus ungefährlicher vor jeglichen Drecksviehzeug. Ich habe hier noch keinen T-Rex rumlatschen sehen. Hilfe! Männer! Ein Eindringling! Der macht den fertig. Du machst den fertig. Du kannst dich schön verpissen, mein Freund. Geh weg. Wo ist der Hund? So. Der quetscht den Typen. Komm, Dodo. Der verlorene. Das ist der verlorene Sohn. Ah nein. Verlorene Fräulein. Komm. Hier tun wir gerade mal Sparkpulver herstellen. 34, das war nicht viel. Besser wie gar nichts. Zack.
Wo ist der Dümmlings-Dodo? Na komm, hast du keine Lust? Komm. Hier runter, zu den anderen. Yep. So. Komm. Voll still gestanden. Sehr schön. So. Und jetzt bauen wir schnell das Silo. 30 reicht noch nicht. Ne? 35. Ging das nicht eben viel schneller? Oder habe ich das nur gemeint? Hier noch Eisen drin? Was ist das hier? Windows, okay. Hm. Da muss ich leider warten. Ihr seht, da Silo-Produktion ist im vollen Gange. Was können wir denn noch holen? Wir können die Sichel verwenden, mal. Da habe ich sie. Sichel, Michel. Die lassen wir hier. Okay. Da ist auch noch ein Steinchen. Ich fühle mich überhaupt nicht wohl, wenn ich da auch unten gehe. Wenn da nur so kleine Mistviecher sind. Ich habe immer noch Angst vor dem Bär, der hier irgendwo rumrennt. Ich bestehe nur noch aus Angst. Aber ich bin ja auch so oft hier umgekommen. Das ist ja da brutal hier. So viele Drecksviecher auf einen Haufen. Oh, wir leiden gleich am. Ich hasse dich. Jetzt geht's los. Nee. Warte mal, wir gehen mal ein bisschen Fetch besorgen mit dem Stego. Nee, ich habe keinen Stego-Sattel. Gut. Arbeit. Komm her. Wo sind die Scheißer? Eben waren sie noch hier. Wo sind die hin? Gibt's denn das? Sind weg. Kleines Pupstier. Wo sind die hin? Ist nicht mir egal. Na gut, Leute, dann will ich euch nicht länger auf die Folter spannen. War jetzt nicht die spannendste Runde. Aber Spannung habe ich auch genug. Ich könnte mal wieder schön entspannt hier vor mich hinbauen. Ja. So. Als allererstes werden wir natürlich jetzt ein Silo machen. Wieso wurde angegriffen? Wurde der kleine Pupsi angegriffen? Ne, wurde er nicht. Ich dachte, er wurde angegriffen. So. Chicky, Chucky. Na komm. Brauch mehr Gewicht. Ah, da muss man in den Sumpf gehen, ne? Das ist effektiver. Mehr Pflanzen ineinander. Das ist aber nicht viel. Habe ich aber schon mehr rausgekriegt. Der Sichel. Naja. Aber so ein Sichel ist echt wirklich gut. Aber ein Affe wäre natürlich viel cooler. Er latscht die einfach mal 5 Minuten im Kreis. Der hat einen Fiber. Alles Arbeiter für uns. Alles, was wir nicht machen müssen, ne, ist gesparte Zeit. So sehen wir das, oder? Ist auch nicht das Interessanteste, was man zeigen kann. Würde ich sagen. Wo die kleinen Kackviecher hin sind? Hier kann man nicht alleine runtergehen. Da unten sind sie doch. Ich sehe ihn rennen. Bleib hier, du Scheißer.
Ja, hallo, du Kacke, hier bin ich. Da, oh Hund. Ist es der, komm her. Ja. Jetzt rennt er weg, ne? Scheiße. Den, kleine. So. Bei dem Skorpion rennen sie weg. Aber mir kommen sie, die Dreckskampis. So, mal gucken, ob wir Silo noch hingestellt bekommen. Sind wir schon wieder bei 20 Minuten. Aber nützt ja nichts, gehört alles mit dazu. Ich mache ja schon viele Sachen offscreen. Aber der hätte ja... Wollen wir jetzt live machen. Zack. 15. 15, 35 passt ganz genau, passt ganz genau, passt ganz genau. 1 zu 4, wunderbar. So. Um die Bumm. 50 Dinger. Passt. Tada. Da ist der Drecksilo. Upp. Anyway. Use. So, wohin? Ein Riesenotto. Ich will einfach hier auf dem Feld stellen. Kann ich. Könnte ich. Ne, jetzt haben wir hier. Den einfach hier daneben. Das kann man nicht. Ziemlich doof. Komm ich da dran? Nicht, dass er zu weit weg ist. Blöd. Jetzt fängt er gleich an zu brüllen wieder wie die Sau. Ach komm. Bumm. Nicht schön, aber selten. Oh, die Schreierei haben sie ein bisschen gekürzt. Hat sonst immer gebrüllt wie so. Wenn er soweit kein Wasser mehr hatte. So, Silo steht. Kaka-Produktion kann beginnen. Ich muss nur noch wieder Fetch besorgen, aber das mache ich jetzt in Offscreen. Jo, hoffe, hat euch gefallen. War zwar ein bisschen luschiger, sag ich mal, als die anderen Folgen. Da habe ich ja fast einen Herzinfarkt bekommen. Aber wie gesagt, hört ihr auch dazu. In diesem Sinne, bis zum nächsten Mal. Habe die Erde. Tschüss.